Begeisterung. Und sie hatten einfach total Spaß, das zu machen. Habe ich gedacht, es muss schon viel passieren, dass wir gewinnen. Aber natürlich, man freut sich. Das Training lohnt sich auf jeden Fall. Deshalb sind wir heute sehr glücklich. Ich würde auch sagen, seiner Kreativität auch mal freien Lauf lassen, war auch einfach sehr schön, wenn man das in der Schule einfach sehr selten hat. Economy ist für mich immer ein Highlight des Jahres, weil man eben sieht, welche Kreativität junge Menschen haben, auch wenn es darum geht, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen. Und das macht mir immer eine große Freude. Das ist wirklich ganz unterschiedlich gewesen, was an Beiträgen reinkam. Broschüren, Magazine, Videobeiträge, Spiele sogar am Ende. Und das fand ich total kreativ. Ganz viele Anregungen bekommt man dann auch als Lehrkraft für den eigenen Unterricht. Und am Ende war es natürlich dann auch so, immer man sah in den Videos vor allem, in den Podcasts hörte man es auch teilweise raus, wie viel Freude die Schülerinnen und Schüler bei der Umsetzung des Wettbewerbsthemas hatten. Vor allem aber auch habe ich gelernt, wie man sich auch in Wirtschaftsunternehmen reinversetzen kann. Ich glaube, wir haben ganz oft so ein bisschen die Brille auf Wirtschaft, dass wir Wirtschaft als die Unternehmen und gar nicht so konkret denken, sondern wirklich auch in der Lage zu sein, sich da reinzuversetzen und auch Entscheidungen danach zu vollziehen. Wenn ich an Arbeit der Zukunft denke, dann kommt mir sofort künstliche Intelligenz in den Sinn, die alles gerade beeinflusst, natürlich auch die Arbeitswelt. Und ich gehe mal davon aus, dass in 10 Jahren viele Berufsfelder, die wir heute kennen, gar nicht mehr existieren werden, dafür aber mindestens genauso viele neu vorhanden sein werden, auch geschaffen durch künstliche Intelligenz. Jugendlichen Wissen über Wirtschaft und Finanzen zu vermitteln, das ist so wichtig, denn das lernen sie in der Schule leider viel zu wenig. Aber es ist einfach so relevant für das echte Leben. Mein Gründungsimpuls war, wir haben erkannt, dass die Finanz- und Wirtschaftsbildung stiefmütterlich behandelt wird in Deutschland. Unsere Idee war einfach, den jungen Leuten zu helfen, dass die da mehr von erfahren oder mehr erfahren können, als es bis dato der Fall war. Und wir haben auch festgestellt, dass viele Lehrer das durchaus mittragen. Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert davon, wie kreativ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Es gibt ein Thema. Und dieses Thema kann man so vielfältig bearbeiten und das macht den Wettbewerb auch so besonders, diese Vielfalt an Formaten. Und das finde ich auch toll, dass es nicht vorgegeben ist, in welche Richtung man geht, sondern es gibt ein Thema, das ist vorgegeben und wie man das genau bearbeitet, das ist den Leuten freigestellt. Also ich möchte den Schülerinnen und Schülern Folgendes sagen: Glaubt immer an euch selbst, man soll niemals aufgeben und an seine Träume glauben. Also die zukünftig Teilnehmenden, die möchte ich auffordern, seid so kreativ wie möglich. Macht euch Gedanken darüber, wie kann man dieses Thema frisch und interessant aufbereiten. Was bewegt euch auch damit? Ich habe es wirklich in einem Umfang verstanden, das Thema, was ich mir sonst nie angeeignet hätte. Und das ist richtig cool. Ja, das ist einfach eine Freude, dann auch mal Schülerinnen und Schüler zu sehen, die total Bock haben, Dinge zu tun, die aber natürlich Mehrarbeit sind. Und am Ende ist das ein Geschenk, also weil mich das nochmal motiviert und auch vielleicht andere motivieren kann. Das neue Thema lautet: gute Schulden, schlechte Schulden? Welche Chancen und Risiken bergen Schulden auf der privaten und auf der staatlichen Ebene? Ab Mitte August geht's wieder los. Alle Informationen auf der Webseite und auf Social Media. Wir freuen uns auf euch. Ja.